Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Was lachst du nicht so blöd? Einfach so. Oh, mein Kaugummi. So. Immer die richtige Seite. Ist es auch sichergestellt. Oh. Oh, genau. Also, heute noch eine Frage zum Thema UV-Röhren jährlich wechseln. Hallo allerbestes Konishi-Team. Müsst ihr die UV-Röhren wirklich jährlich auswechseln, auch wenn sie tatsächlich nur im Sommer, also ein halbes Jahr läuft? Bitte, wenn ihr mal, ach so, by the way, wenn ihr mal in Baden-Baden seid, könntet ihr euch den billigsten dennoch schönen Koi-Teich aller Zeiten zeigen. Danke für das tolle Hobby, Herbert. Also Herbert, ob dein Teich dann schön ist, entscheiden immer noch wir. Jetzt haben wir wieder Freunde gemacht. Das siehst du in dem Blog jetzt, wie die Zuschauer binden, also wie lang zugeschaut. So, Kamera, halt's Maul! wir bewerten das ja nicht, ob die Teiche schön sind oder nicht schön, aber es sind eigentlich alle Teiche schön. Ganz klar, wenn du die nur ein halbes Jahr anhast, die Strahlernutzungsdauer bezieht sich auf die Zeit, wo sie eingeschaltet ist. Da gibt es die normale Technologie, die hält circa ein Jahr. Und dann gibt es die Long-Life-Technologie, das sind häufig die Amalgam-Dinger, die sind 2 Jahre, kann man die im Einsatz haben. Und wenn du jetzt Long-Life-Technologie hast und immer nur 6 Monate an, dann geht es entsprechend 2 Jahre, 4 Jahre sogar, wo du die nutzen kannst. Cleverer Kerl. Mathematisch einfach ein Ass. So, und ja, ein kleiner Einfluss hat auch noch, wie oft schaltest du sie ein und aus. Also wenn du die jetzt jeden Morgen ein und abends wieder aus und ein und aus und ein und aus. Das geht auch zulasten der Strahlernutzungsdauer. Aber in der Regel sagt man, glaube ich, bei den normalen Lampen, die Strahlernutzungsdauer ist zu Ende, wenn unter 90% UV-Ding rauskommt. Man muss ja immer wieder überlegen, das, was da angegeben wird an Wattzahl, ist ja nicht das, was ich an UV-Leistung kriege, sondern das ist die Anschlussleistung, was das Ding Strom frisst, wenn ich es in die Steckdose reindübel. Also vielleicht, wir sollen ja Energie sparen. Vielleicht kann man, also ich habe auch schon oft meine Teiche ohne UV-Lampe. Ich empfehle es nicht unbedingt, weil ich für die Koi immer das Beste empfehle. Aber wenn jetzt im Winter der Teich mal unter 10 Grad fällt, dann ist es nicht unbedingt zwingend notwendig, dass die UV-Lampe läuft. Im schlimmsten Fall wird der Teich mal grün. Aber wenn wir jetzt unsere 80.000 Abonnenten mal 10 Watt, nein, Spaß. Das sind so Kleinigkeiten, wie man wirklich Energie sparen kann. Oder die Pumpen drosseln und. Also da hat man im Winter schon wirklich auch für Sie natürlich Geldeinsparpotenzial. Das ist schon vorhanden. Also von daher. Aber die Strahlernutzungsdauer bezieht sich wirklich auf die eingeschaltete Zeit. Das war's. Ciao.